Also noch einmal herzlich willkommen zu Handeln mit Strategie, eine relativ neue Webinarreihe bei Admiral Markets. Wir möchten Ihnen verschiedene Handelsstrategien, Indikatoren in Theorie und Anwendung zeigen, also einfach vorstellen. Vielleicht sind dafür für Sie einige neue Dinge dabei, vielleicht auch Dinge, die für Sie alter Tobak sind, den Sie schon lange kennen. Das werden Sie sehen und genau, wir werden uns gemeinsam zusammen entwickeln und schauen, wie wir vorankommen. Wir sind auch gerne auf Ihr Feedback jedes Mal gespannt bei einer neuen Webinarreihe, können sich also gerne auch im Nachhinein mal melden, können sagen, das war toll, das hat mir gefallen oder es war nicht so toll, zeigen Sie doch mal was anderes, spannendere Sachen. Wir sind neu, wir lernen mit Ihnen mit und genau, wir sind also auch auf Ihre Meinung gespannt. Obligatorisch zuallererst unser Risikohinweis, die kennen das Ganze bestimmt. Bei uns handeln Sie mit Hebelprodukten, bitte deshalb nur mit Einlagen handeln, mit Geldern handeln, die Sie im schlimmsten Fall auch komplett verlieren können. Der Hebeleffekt kann für, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Und jegliche Information, die ich Ihnen hier gebe, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen. Ich weiß, Sie werden das nicht tun. Sie müssen Ihre Trading-Entscheidungen selbst treffen und das werden Sie natürlich auch machen. Wir müssen das Ganze trotzdem einmal erwähnen. Kommt schon die erste Frage von David, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, wir werden das aufzeichnen. Die Aufzeichnung läuft auch, wenn es dann keine technischen Probleme gibt, was ich jetzt mal hoffe, dann werden wir entsprechend das Ganze auch auf YouTube hochladen. Dass Sie zu der Stimme auch ein Bild haben. Mein Name ist Georg Frieske. Ich mache dieses Webinar abwechselnd mit Herrn Aaron Radoschowski. Der wird dann nächste Woche Donnerstag für Sie parat stehen und das Ganze leiten, moderieren. Als heutiges Thema habe ich mir Unterstützungs- und Widerstandszonen rausgesucht. Ist, denke ich, ein Thema, was viele auch schon kennen, schon mal gesehen haben. Ich möchte das Ganze auch ein bisschen im Chart zeigen. Vielleicht auch ein paar aktuelle Beispiele, wenn wir die denn haben, wenn es dann welche gibt. Einige habe ich schon gefunden, ich habe schon ein bisschen durchgeschaut. Aber vielleicht haben Sie auch dann noch Wunschmärkte, wo wir mal gucken können, ob wir live einiges sehen. Ich möchte Ihnen Einstiegsmöglichkeiten zeigen, Ausstiegsmöglichkeiten. Habe auch zwei Indikatoren rausgesucht, die Sie zur Unterstützung nehmen können, um Ihnen das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Einfach einmal schauen, wie Sie damit arbeiten und ich werde Ihnen zeigen, wie ich damit arbeite. Vielleicht können wir vergleichen Sie das einfach mal und kriegen vielleicht ein paar neue Ideen damit raus. Wenn es für Sie nichts Neues mehr ist, wenn Sie das nicht sehen wollen, dann können Sie natürlich auch sich entscheiden, vielleicht nächste Woche wieder zu kommen. Das Ganze können Sie also gerne selbst für sich entscheiden. Bevor wir jetzt mit dem Thema allerdings beginnen, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Ab heute um 18 Uhr startet unsere Trader-Ausbildung From Zero to Hero. Wenn Sie jetzt also neu dabei sind, können Sie sich das Ganze gerne anschauen. Jeden Tag im September wird es ein Video um 18 Uhr geben, ein Webinar geben, an dem Sie kostenlos teilnehmen können. Startet wirklich bei den Anfängen. Was ist Börse überhaupt? Was ist Trading? Wie kann man traden? Und geht dann immer tiefer in die Materie. Schauen Sie sich das Ganze gerne auf unserer Webseite an. Direkt auf admiralmarkets.de finden Sie hier auch den Link entsprechend zum Anmelden, wenn Sie das Ganze wollen. Den obligatorischen Teil haben wir also schon mal hinter uns gebracht. Dann wollen wir jetzt also auch in die Thematik einsteigen. Da stellt sich natürlich für die, die es jetzt noch nicht wissen, erstmal die wichtigste Frage, was ist denn überhaupt eine Widerstandszone, eine Unterstützungszone? Ich sage auch gerne Support and Resistance, also die englischen Wörter. Wenn ich die also ab und zu mal einwerfe, bitte nicht sauer sein, entschuldigen Sie mir das Ganze. Also ein Widerstand, das ist relativ klar und Unterstützung auch relativ klar. Ich denke, der Name uns sagt, das sind also markante Punkte, die meistens durch Hochs und Tiefs gebildet werden, manchmal auch durch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel Fibonacci-Widerstände, es gibt Trendlinien-Widerstände, relativ viele verschiedene Möglichkeiten, sich das Ganze anzuzeigen. Ich werde hauptsächlich heute auch Hochs und Tiefs im Chart eingehen, weil ich denke, das ist eine der einfachsten Möglichkeiten der Chartanalyse, die es überhaupt gibt. Die ist sehr einfach. Sie sehen sehr schnell, wo bilden sich Hochs, wo bilden sich Tiefs. Sie sehen auch ganz schnell im Chart, wie oft wurde dieses Hoch oder Tief gefunden oder vom Markt erreicht, vom Preis erreicht, aber nicht gebrochen. Ist eine wunderbare Methode im Grunde, um Trading-Signale zu finden und das auch mit zwei verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen, dass Sie Rücksetzungen traden, das heißt, wir sind vielleicht in einem Seitwärtstrend, erreichen einen Widerstands- oder Unterstützungspunkt und erreichen den, dann gibt es eine Umkehr, eine Rücksetzung, dies zu traden und das andere auch vielleicht in einen neuen Trend zu finden mit einem Ausbruch. Das werde ich Ihnen versuchen zu zeigen. Es gibt auch hierbei eine Gefahr. Ich hatte es schon im ersten Webinar mit den Divergenzen gezeigt. Es gibt immer Gefahren beim Trading. Es kann immer nie ein hundertprozentiges Signal sein. In dem Fall sind es die Fehlausbrüche, die möglich sind, die also durchaus falsche Signale liefern können. Das heißt, wir haben vielleicht eine Unterstützungswiderstandszone erreicht. Der Preis tritt auch durch einen gewissen Punkt.
Und dann kommt es aber doch wieder zur Rücksetzung und zu einer Trendumkehr oder Preisumkehr. Und das Ganze war dann ein Fehlsignal. Da ist es dann natürlich auch wichtig, dass man ein vernünftiges Risikomanagement hat, sein Geld einfach oder sein Trade ein bisschen beschränkt, sich Punkte markiert, die halt als Stop-Loss gelten können, Ziele natürlich auch festsetzt. Auf das werde ich dann noch ein kleines bisschen eingehen. Nochmal die Frage von einem Teilnehmer, ob aufgezeichnet wird. Ja, wir zeichnen das Webinar auf und werden es im Nachhinein auf YouTube hochladen. Die weitere Frage, die wir gerade haben, auf welcher Zeitebene ich das Ganze zeigen werde. Ich bin da relativ flexibel, also ich gucke mir das in vielen Zeiteinheiten an. Wenn Sie jetzt vielleicht auch mal eine spezielle Frage haben, können Sie mir das mal im M5 zeigen oder im D1, da gehen wir gerne drauf ein. Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele rausgesucht und gerade bei den Unterstützungs- und Widerstandszonen ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Also klar, ein Widerstand im D1 ist wesentlich markanter, als das vielleicht im M1 ist. Das ist logisch, generell bei allen Indikatorsignalen so. Aber im Grunde können Sie die überall finden. Und das Ganze werde ich dann noch zeigen. Ich glaube, jedes Beispiel ist da in einer anderen Zeiteinheit. Das werden wir dann also auch ein bisschen sehen. So. Dann jetzt auch mal zum Visuellen. Jetzt hatten Sie gerade nur eine Textfolie. Text ist ja immer ein bisschen langweilig. Hier hatte ich ein Beispiel rausgesucht, wo man das eigentlich wunderschön erkennen kann. Wir haben im Grunde 4 Zonen oder 5 sind sogar, wo wir einen Widerstand erreichen. Das heißt, wir erreichen ein Hoch von unten. Deswegen wird es natürlich auch ein Hoch und daraus wird eine Widerstandszone. Das ist also ein markanter Punkt, der immer wieder vom Preis erreicht wird, aber nicht gebrochen werden kann. Das gleiche dann auch genau in diesem Beispiel ja auch die Unterstützung. Das heißt, wir bilden auch in diesem Zusammenhang mehrere Tiefs und auch die brechen diese Zone entsprechend nicht wirklich. Natürlich kann man diese Zone erst so ein bisschen im Nachhinein finden. Das heißt, frühestens, sage ich mal, wenn wir jetzt in diesem Bereich sind, also stellen Sie sich jetzt hier eine vertikale Linie vor, kann man davon ausgehen, dass man erstens eine Unterstützung einzeichnen kann und einen Widerstand einzeichnen kann. So. Und unser Ziel ist es dann natürlich, möglichst Einstiege zu finden. Das heißt, entweder ein Ausbruch nach oben aus dieser Zone, also ein Buy-Trade in dem Moment, wenn wir nach oben austreten würden, oder eine Rücksetzung, das heißt, wir traden den Seitwärtstrend. Wenn wir also hier eine Umkehrmöglichkeit haben, entweder durch Indikatoren oder durch Chartformation bestätigt, in die bärische Richtung, also verkauft. Und das Gleiche natürlich auch hier dann vis-à-vis in der Unterstützungszone. Das heißt, entweder treffen wir von oben auf diese Zone und es gibt eine Umkehr, kaufen in dem Moment, oder wenn ein Ausbruch zu erkennen ist, dann entsprechend natürlich der Verkauf. So wichtig dabei, um Fehlausbrüche zu vermeiden, dass wir die Zonen nicht als fixierten Punkt sehen. Oftmals gibt es Indikatoren, die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen. Ich gehe nochmal eine Folie zurück und Sie haben dann eine spezielle Linie. Vielleicht sehen Sie es hier auch zum Beispiel an der gestrichelten Linie, die kommt jetzt zwar vom Chart, aber es bringt nichts, sich eine Zone als festen Wert zu markieren. Das heißt, deswegen nutze ich gerne die Rechtecke im MetaTrader. Sie werden auch Trader sehen, die das mit Linien machen, aber ich bin eher so der Zonenfreund. Deswegen gibt es auch oft den Begriff Unterstützungs- und Widerstandslinien, aber für mich sind das nie richtige Linien. Der Markt, der wird sich nicht genau an einen festen Punkt fixieren, sondern es sind immer Zonen, wo es Bewegung geben wird. Das heißt einfach, wenn wir einen Ausbruch sehen, dann erst wirklich bei klarem Durchbrechen. Das heißt, wenn wir die Zonen einen bestimmten Punkt durchbrochen haben und das Ganze dann auch zum Beispiel bestätigen, entweder durch Indikatorenkonsolidierung, das Ganze, was das bedeutet, zeige ich Ihnen gleich, oder einen anderen Indikator haben, der Ihnen zeigt, dass tatsächlich mit einer Umkehr zu rechnen ist oder mit einem Ausbruch zu rechnen ist, also wirklich ein Signal in eine Richtung erfolgt. So, zeige ich Ihnen das Ganze einmal im Bild. Wir haben hier eine Indikatorkonsolidierung. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, in der sich Widerstände und Unterstützungszonen gebildet haben. Wir sind hier in einem Seitwärtskanal. Und ich habe hier als Beispiel den MACD-Indikator genommen. Der eignet sich dafür relativ gut. Gibt auch manchmal nicht immer ideale Signale, aber Sie werden doch viele finden, wo genau das Ganze funktioniert. Kann man zum Beispiel auch mit Divergenzen zusammen nutzen. Vielleicht kennen Sie es noch aus dem letzten Webinar vor 2 Wochen am Donnerstag. Also was wir hier sehen, ein Seitwärtskanal. Wir haben Tiefs, die erreicht werden, immer wieder im selben Zonenbereich und das gleiche auch mit Hochs. Wir haben hier im Grunde 1, 2, 3, 4 Hochs, die im gleichen Bereich liegen. Wichtig in dem Fall, was der MACD-Indikator macht, Sie sehen,
am Anfang noch relativ ausschweifende Bewegungen und dann zieht sich das Ganze zusammen. Sie können sich das relativ einfach einzeichnen mit zwei Linien. Das heißt, Sie sehen also hier, wie sich der Indikator zusammenzieht. Weniger Bewegung erfolgt am Markt und dementsprechend auch die Indikatorenwerte weniger volatil werden. Das Ganze ist also die Indikatorenkonsolidierung. Also wir bewegen uns auf das auf den Mittelpunkt zu. Das gleicht sich alles so ein kleines bisschen aus. Und dann erfolgt aber einen gewissen Punkt der Durchbruch. Wir schaffen es, die Zone zu durchbrechen und danach bilden sich auch gleich zwei, drei richtige ordentliche Kerzen. Ich nehme an, das war durch irgendeine marktbewegende News möglicherweise. Das ist nicht ganz klar zu sagen, woher es jetzt kommt, weil es jetzt im Nachhinein ist. Und Sie sehen, der Indikator plötzlich wieder sehr ausschweifend, das heißt hochvolatil. Sie haben die Signale. Ups, das war die falsche Taste. Die Signallinie, die ausbricht hier aus dem MACD-Indikator. Sie sehen den Durchbruch des Histogramms durch die Nulllinie mit sehr starkem Ausbruch plötzlich. Man könnte auch hier zum Beispiel einzeichnen, dass der Indikator, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus gut verfolgen können, dass hier sich die Hochs und Tiefs des Histogramms konsolidieren und hier plötzlich der entsprechende Ausbruch erfolgt, die Volatilität stark zunimmt und dass hier ein sehr schönes Kaufsignal gewesen wäre. Das Ganze ging auch noch ein Stück weiter. Ich konnte jetzt nicht den ganzen Ausschnitt sehen, aber hier wäre durchaus die Möglichkeit gewesen, einen schönen Trade zu haben. So, ich möchte dazu auch einmal in das Chart gehen. Ich habe auch noch einen anderen Punkt, den ich jetzt in den Folien gar nicht erwähnt habe. Das ist die sogenannte Preiskonsolidierung. Das Ganze muss ich einmal raussuchen, ob ich das schnell finde. Irgendwo hatte ich das eingezeichnet. Genau. Das Ganze in Gold. Das ist jetzt hier M5, also eine relativ niedrige Zeiteinheit. Hier sind mehrere Unterstützungs- und Widerstandszonen zu finden. Dieses Rechteck hätte ich auch noch ein kleines bisschen weiter zeichnen können. Wir sehen hier also sehr wichtige Zonen. Und ein weiterer Punkt für das Traden von Ausbruch ist die sogenannte Preiskonsolidierung. Hier geschieht genau das Gleiche wie in einem Indikator. Das heißt, Sie sehen, der Preis zieht sich immer weiter zusammen. Es ist wenig Bewegung zu erkennen. Das geschieht in der Regel dann, wenn der Markt einen gewissen Punkt erreicht hat, eine Sättigung erreicht hat und dann aber irgendwann der Ausbruch erfolgt in eine Richtung. Also in dem Fall hier natürlich relativ eindeutig, was hier passiert. Wir brechen auch durch diese Unterstützungs- und Widerstandszone durch, obwohl hier eine kleine Konsolidierung auch wieder stattfindet und dann aber der tatsächliche Ausbruch, der durchaus als gutes Verkaufssignal zu deuten gewesen wäre. So, das nur noch als kleinen Hinweis. Gerade bei den eingezeichneten Unterstützungs- und Widerstandszonen werden Sie das nicht so häufig nutzen können, diese Preiskonsolidierung. Aber ich wollte auch einfach, dass Sie das einmal sehen. So. Das war jetzt also das Ausbruchtraden. Die nächste Möglichkeit ist das Traden von Seitwärtsbewegungen. Das heißt, Sie haben es jetzt schon öfter gesehen in den Beispielen, wenn sich kein Ausbruch andeutet, sondern eine Umkehr wahrscheinlich ist, dann sind wir weiterhin wahrscheinlich in einer Seitwärtsbewegung und gerade für kurzfristige Trades, auch für ungewöhnliche Menschen in der Regel, ist das Seitwärtstraden durchaus interessant. Sie haben also einen Bereich, in dem immer wieder Unterstützung und Widerstände erreicht werden und haben dann möglicherweise ein Signal, das heißt, wir haben wieder die Zone erreicht, kriegen vielleicht eine Umkehrformation, Umkehrkerzen oder auch wirklich richtige Chartformation oder ein Indikator bestätigt Ihnen entsprechend in die Richtung eine Umkehr. Ich zeige Ihnen das Ganze auch gleich in einem Bild in der nächsten Folie mit einer Umkehrkerze, in dem Fall eine Doji, das zeige ich Ihnen gleich. Genau, also das ergibt halt einfach Trading-Chancen auch in die Seitwärtsbewegung und Sie können dementsprechend auch, wenn der Markt nicht sehr volatil ist, wenn nicht viel Bewegung erfolgt, traden. Dabei ist es allerdings relativ wichtig, dass Sie nicht sich zu hohe Ziele setzen. Sie können also maximal bis zur nächsten Unterstützung gehen. Wenn Sie jetzt von oben traden, das heißt einen Verkauf starten, dann können Sie maximal zum nächsten Tief Ihr Ziel setzen, eher aber tatsächlich noch darüber. Das heißt, wenn Sie in eine kleinere Zeiteinheit gehen, eventuell ein näher gelegenes Tief finden, das Sie dann als Ziel nutzen. So, hier einmal im Chart. Wir haben hier eine Widerstandszone hier oben, das ist also der blaue Balken, der ging hier noch links auch ein kleines bisschen weiter. Wichtig war für mich hier, dass wir ein Umkehrsignal haben und hier unten eine Unterstützungszone. Wir haben also hier, das habe ich jetzt mit dem Dreieck versucht zu verdeutlichen, eine Umkehrkerze. In dem Fall ist es fast eine Doji-Kerze, die ist nicht ideal, aber auch hier ist es so, dass nicht wirklich immer eine Kerze ideal aussehen muss. Wichtig ist, dass es eine Umkehrkerze ist. Diese wird dann bestätigt durch eine abfallende Kerze, die sehr stark ist und da ist davon auszugehen, das ist jetzt ein relativ aktuelles Chart im Dow Jones, dass eine weitere Abkehr folgt in einen bestimmten Bereich.
So, ein Teilnehmer fragt, ob der Docht nicht mitgerechnet wird. Es ist jetzt nicht die ideale Kerzenformation. Ich habe jetzt extra versucht, im Live-Chart einiges zu finden. Es ist für mich schon eine Umkehrkerze. Einige sehen das Ganze vielleicht ein bisschen strenger und würden es auch anders bewerten. Aber dadurch, dass dann eine starke Abkehr folgt oder ein starker Abfall folgt, ist es für mich eigentlich eine relativ starke Umkehrformation. Aber das Ganze ist natürlich auch ein bisschen Interpretationssache. Das wird auch oft bei, gerade bei den Kerzenformationen, kann eine Kerze auch durchaus anders interpretiert werden. Hier wird es aber durchaus bestätigt. Das ist durchaus wichtig, auch wenn Sie jetzt vor allen Dingen den Helmer zum Beispiel traden, auf den wir vielleicht auch mal in einem späteren Webinar eingehen, die Kerzenformation, dass das Ganze bestätigt wird durch weitere Kerzen. Wir haben hier halt einen starken Abfall und das sieht für mich halt danach aus, als könnten wir entsprechend einen Abfall erreichen und möglicherweise niedriger gehen. Der nächste markante Punkt, der sich dann zum Beispiel als Ziel gesetzt werden könnte, wenn man jetzt noch einsteigt, wäre diese Zone hier. Der Boden nach dem letzten kleinen Aufschwung hier wäre eine durchaus interessante Zone, um zu traden. Das ist auch gleichzeitig hier wieder eine Unterstützung. Sie sehen hier, der Markt ist sehr oft an diesen Bereich gekommen. Ich glaube, ich habe das Chart dann auch nochmal offen und dann können wir es auch im Großen noch einmal anschauen. So. Jetzt möchte ich noch auf die beiden Indikatoren eingehen, die ich hier als zusätzliche Möglichkeit Ihnen zeigen möchte, einfach um Unterstützungs- und Widerstandszonen zu finden. Wir haben es, beide sind in unserer Supreme Edition integriert, also für Sie ganz einfach herunterzuladen. Wenn Sie das möchten, können Sie das also gerne tun über unsere Webseite Handelsplattform MT4 Supreme. Können Sie entsprechend sich das Ganze herunterladen und auch ein Handbuch ist zu beiden Indikatoren etwas weiter unten. Indikatorpaket Anleitung haben Sie auch ein Handbuch zu den Indikatoren, können sich das Ganze also auch ganz in Ruhe anschauen. Für mich wichtig zum einen der Gravity-Indikator, der integriert ist. Dieser zeigt Ihnen markante Bereiche farblich markiert an und der basiert komplett auf Price Action. Das bedeutet also nur auf Preisbewegungen, Punkte, die oft vom Chart erreicht wurden, werden entsprechend farblich markiert. Ich habe das Ganze mal mit dem Rechteck hier versucht, ein bisschen noch zu verdeutlichen, wie es dann auch weiter aussehen würde. Für Sie ist das halt relevant, dieser dunkle Bereich und auch der nächstdunkle, der eine Unterstützung und einen Widerstand anzeigen kann und dementsprechend in dem Fall hier wieder eine Möglichkeit gegeben, nach unten zu traden. Das Ganze gucken wir uns dann auch gleich nochmal im Chart an, was der bedeutet. Also der Gravity-Indikator, ganz einfach zur Findung von entsprechenden Möglichkeiten, also Widerstands- und Unterstützungszonen und auch in Seitwärtsbewegungen durchaus interessant. Da haben wir dann auch nachher noch ein Beispiel im Euro-US-Dollar, das ich Ihnen zeigen möchte. So, und den zweiten Indikator, das mache ich dann eher im Chart, Ihnen das zu zeigen, ist der Pivot-Indikator. Denke, die meisten haben den schon gehört, die Pivotpunkte, eine sehr wichtige psychologische Marke, eigentlich die wichtigste, die es vor allem im Forex-Bereich gibt. Es gibt mehrere Linien, das zeige ich Ihnen dann gleich, die grüne PP-Linie als wichtigste Unterstützungs- und Widerstandslinie und die R- und S-Linien, Resistance und Support mit abnehmender Relevanz. Hier ist relativ interessant, erstmal ein kleiner Fehler, relativ interessant, die statistische Wahrscheinlichkeit, R1 und S1 werden im Tagesverlauf ungefähr in 42% der Fällen maximal gebrochen und die anderen Linien dann noch seltener. Das bedeutet also, Sie wissen schon oder können es sich theoretisch erahnen, in welchem Bereich der Chart, das Chart sich maximal im Tagesverlauf verhalten wird. Die RS und S3-Linie wird tatsächlich sogar nur in 3% der Fällen getroffen, das ist also durchaus noch eine relevante Widerstandszone. Das Ganze werde ich Ihnen jetzt aber im Chart zeigen, einfach weil es schöner zu sehen ist. So, dann wechseln wir jetzt doch einmal in die Handelsplattform. Ich habe mir hier schon eine Menge Charts rausgesucht. Das Goldchart hatte ich Ihnen im Grunde schon gezeigt. Ich werde jetzt erstmal in den Euro-US-Dollar gehen, was ich gerade angedeutet hatte als Beispiel. Hier haben wir den Gravity-Indikator, der Ihnen diese Seitwärtsbewegung schön anzeigt als sehr wichtige Zone, als markante Zone. Das Ganze dann unterstützt durch diese Unterstützungszone und die Widerstandszone. Als ich die Folien vorbereitet habe, waren wir etwa hier oben, habe ich mir schon gedacht, okay, es wird wahrscheinlich weiter runtergehen. Es sah halt so aus, wir hatten hier so eine kleine Umkehrformation und das Ganze ging dann tatsächlich auch ein bisschen weiter runter. Es ist hier also davon auszugehen, wenn kein Ausbruch aus dieser Zone erfolgt, wenn also hier sich das Chart nicht weiter drunter bildet, dass wir tatsächlich wieder diese Seitwärtsbewegung mitnutzen könnten. Also ein schönes Kaufsignal, wenn dann tatsächlich hier unten in diesem Bereich eine Umkehr erfolgt. Vielleicht auch jetzt schon, das Ganze werden wir sehen, was passiert. Also das ist durchaus als Live-Möglichkeit zu sehen. Wenn Sie also, wir sind gerade im M15, ist also vielleicht auch gar nicht so lange hin, wenn wir in den nächsten 2-3 Stunden in diesem Bereich ankommen
und sich eine Umkehrformation bildet, durchaus ein schönes Kaufsignal. Achtung natürlich, wenn also das Chart sich jetzt plötzlich weiter nach unten bilden sollte, aus der Seitwärtsbewegung ausbricht, dann natürlich ganz vorsichtig sein. Also achten Sie einfach darauf, was passiert in dieser Zone. Wichtig ist, es ist keine Linie, es ist eine Zone, also es wird sich in diesem Bereich abspielen. Vielleicht kann auch hier schon die Umkehr erfolgen, wo wir jetzt gerade aktuell sind. Also durchaus eine interessante Trading-Möglichkeit hier als Buy in diesem Moment. Oder nicht in diesem Moment, aber halt in wenigen Minuten, schätze ich mal, vielleicht so in der nächsten Stunde. Und was ich Ihnen halt hier mit dem Gravity-Indikator zeigen wollte, der Ganze zeigt Ihnen hier diese Seitwärtsbewegung schön an. Sie haben ja also eine dunkle markierte Zone und diese zeigt Ihnen einfach an, in welcher Seitwärtsbewegung wir uns befinden. Die unterste Linie im Grunde dann hier die Unterstützung und hier der Widerstand. Das Ganze also schön markiert. Sie können das manuell ins Chart einzeichnen. Ich bin eher ein Freund von manuell, aber Sie können das Ganze natürlich auch automatisch machen lassen durch diesen Indikator beispielsweise. Vielleicht ein Hinweis dazu, dieser sammelt die Daten komplett aus dem M5. Das bedeutet also, es ist eher eine geringe Zeiteinheit. Wenn Sie jetzt also wechseln würden in höhere Zeiteinheiten, dann ist die Relevanz des Ganzen wahrscheinlich schon nicht mehr so groß. Also richtet sich dann eher an die kleineren Zeiteinheiten M5, M15, M30. Der Wechsel also entsprechend nicht unbedingt interessant. Die Frage nochmal von Gerd, wie der Indikator heißt. Das ist der Gravity-Indikator. Den finden Sie, wenn Sie die Supreme Edition installiert haben, in Admiral, oder der heißt dann Admiral Gravity. Den können Sie aufs Chart ziehen. Hier gibt es nicht viele Einstellmöglichkeiten, nur farblich können Sie sich das Ganze hervorheben und entsprechend dann auch das Chart ziehen. Eine weitere Frage, und zwar, welchen MACD-Indikator ich nutze. Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Freund von dem integrierten im MetaTrader selbst. Deswegen habe ich mir einen heruntergeladen, der heißt iMACD. Ich hatte den letzte Woche auch schon mit rumgeschickt. Wenn Sie das möchten, wovon ich mal ausgehe, dann schicke ich auch die Indikatoren, die ich hier genutzt habe, mit rum. Wobei es eigentlich in dem Fall tatsächlich nur der iMACD ist. Zusammen mit den Folien kriegen Sie das Ganze im Nachhinein dann auch an Ihre E-Mail, mit der Sie sich bei uns angemeldet haben. Also müssen Sie sich darum gar nicht kümmern. Für mich ist einfach beim MACD wichtig, dass ich beide Linien habe. Das heißt, ich habe die wichtige Linie aus den beiden Moving Averages, jetzt bin ich hier selber verwirrt, und die Signallinie mit dem kurzen 9er Moving Average und entsprechend auch das Histogramm im Standardindikator. Da sieht das Ganze nämlich nicht so aus. Ich muss mal kurz schauen, ob wir den hier haben. Genau, also hier haben Sie halt nur die Signallinie und die Differenz zwischen dem langen und dem kurzen Moving Average wird als Histogramm dargestellt. Das ist natürlich eine persönliche Geschmacksfrage. Ich habe mich an diesen gewöhnt und mag den sehr. So, einen kleinen Moment. So. Das Goldchart, wie gesagt, hatte ich Ihnen schon gezeigt, ist jetzt auch leider keine aktuelle Situation. Wir können uns Gold aber trotzdem auch mal live anschauen, gucken, wo wir da aktuell stehen. Da war es ein bisschen schwierig, hat mir so persönlich nicht gefallen, einfach weil hier sehr viel große Kerzen sind. Müssen wir mal ein bisschen näher ranzoomen. Das heißt, mit langen Ausschlägen, das Ganze ist immer ein bisschen schwierig zu analysieren. Im Grunde hat sich hier ein neuer Boden gebildet und das ist nicht wirklich zu erkennen, ob das jetzt eine ganze Unterstützungs- oder Widerstandszone ist. Wenn wir das jetzt also nur mit dem heutigen Thema betrachten, ist es einfach keine ideale Situation, um zu sagen, an welcher Stelle befinden wir uns und was für ein Signal ist es. Hier ist natürlich erstmal davon auszugehen, dass wir uns an diesem Trend weiter orientieren werden. Hier ist also das eigentlich eine wesentlich wichtigere Widerstandszone durch diesen Trend. Ich habe es jetzt mal als Linie eingezeichnet. Also hier ist durchaus mit einem Abpraller zu rechnen. Alternativ dazu, wenn wir hier tatsächlich ausbrechen, kann also auch mit einer kleinen Umkehr zu rechnen sein. Aber das ist ja schon ein bisschen spekulativ. Also gerade auf Unterstützungs- und Widerstandszonen bezogen, heute kein schönes Chart fürs Gold. So, genau. Also hier sehen Sie auch, wir sind hier in einem relativ intakten Abwärtstrend. Hier ist durchaus mit einer Umkehr zu rechnen an dieser Trendlinie, je nachdem wie die eingezeichnet ist. Und dann werden es den genauen Teilnehmer sagt, das ist die Korrektur vom größeren Trend. Genau, wie ich es schon gesagt habe, wir sind im Abwärtstrend, wenn wir uns das Ganze anschauen. Gut, wenn wir noch in die größere Zeiteinheit gehen, dann sehen wir auch, der Aufwärtstrend wurde hier also gebrochen. Ich gehe davon aus, dass wir also hier erst mal eine Umkehr haben. In welcher Art und Weise das Ganze aussehen wird, möchte ich hier aber auch nicht wirklich spekulieren, weil es halt nicht wirklich klar ist, in welche Richtung es gehen wird. So.
Dann haben wir hier nochmal ein Beispiel für die Preiskonsolidierung, für die Indikatorenkonsolidierung. Ich weiß gar nicht, ob es genau das Beispiel war, was ich noch in der Folie hatte. So oder so, hier sehen Sie das Ganze nochmal dargestellt in einem größeren Bild. Ich hatte da nur einen kleinen Ausschnitt, hier sieht man das Ganze vielleicht einfach ein bisschen besser. Wir haben also hier unsere Widerstandszone, die sich anfängt zu bilden. Der Preis kommt immer wieder in diesen Bereich und dann erfolgt eine leichte Indikatorkonsolidierung und dann der Ausbruch aus dem Histogramm durch die starke Bewegung hier, eine Abwärtsbewegung. Und Sie sehen, das ist auch eine relativ schöne, also hier durchaus schön zu traden gewesen, je nachdem, wie weit man natürlich mitgegangen wäre. So, jetzt müssen wir uns hier mal durch die Beispiele durcharbeiten, die ich rausgesucht habe. Hier sind wir wieder in einem schönen Bereich, der auch live durchaus interessant ist, also als Live-Signal möglicherweise zu werten. Hier scheint sich tatsächlich möglicherweise eine Umkehrkerze zu bilden. Das Ganze muss man natürlich noch in Ruhe beachten. Das sind hier M30-Kerzen. Das heißt, wobei hier sind wir gerade 15.30 Uhr, das heißt durchaus interessant, was danach passiert. Die nächste Kerze durchaus beachtenswert, wenn wir hier also eine kleine Kerze haben, die dann vielleicht tatsächlich einen Abfall bildet, also das jetzt mal als Vorstand als nächste Kerze, dann ist hier durchaus damit zu rechnen, dass der Widerstand nicht gebrochen werden kann und wir eine kurze Seitwärtsbewegung mittraden können. Als Kursziel maximal in diesem Fall würde ich sagen, oh, jetzt habe ich hier weiße Linien, weiß auf weiß sieht man natürlich nicht so wunderbar. Jetzt treffe ich sie auch nicht, weil sie weiß ist. So, muss ich hier mal rauslöschen. So, das ist der Vorführeffekt. Genau, dann zeichnen wir es einfach mit dem Rechteck ein. Also das hier möglicherweise als Kursziel für sehr wenig riskante Trader, wenn man es ein bisschen weiterziehen möchte, kann diese Unterstützung, die hier sehr oft erreicht wurde, der Widerstand wird, die Unterstützung wird hier zum Widerstand, andersrum. Der Widerstand wird zur Unterstützung, so jetzt haben wir es. Ich bringe mich hier manchmal selbst ein bisschen durcheinander mit den Worten. Ich bitte, dass Sie mir das verzeihen. Also, hier haben wir das, was vorher ein Widerstand war, wird zur Unterstützung, wurde hier 3-4 Mal erreicht, relativ wichtig. Und dann kommen wir hier wieder ganz oft, also durchaus als Kursziel zu werten, wenn wir hier jetzt einen Abfall haben. Das Ganze also noch ein bisschen beobachten, was hier passiert mit den entsprechenden Kerzen. Ausbruch natürlich auch in jederzeit möglich, wenn also jetzt der Kurs anfängt, hier oben Kerzen zu bilden, dann ist das Ganze durchaus als Ausbruch zu werten. Also hier muss man einfach ein bisschen das auch weiter beobachten. Das ist natürlich relativ manuell, das heißt, vieles müssen Sie einfach manuell sich anschauen, müssen das Chart ein kleines bisschen analysieren, aber ich finde, mit den Unterstützungs- und Widerstandszonen geht das Ganze noch mit am schnellsten. Das heißt, das Finden von diesen Tiefs und Hochs, das geht relativ einfach. Das haben Sie innerhalb von einer Sekunde eingezeichnet. Und dann müssen Sie natürlich das Chart einfach ein bisschen laufen lassen, beobachten, was passiert, wie bilden sich die neuen Kerzen, in welche Richtung. Und dann entsprechend können Sie das Ganze als Signal nutzen und werten. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu verwirrt von den ganzen Sachen, die ich hier eingezeichnet habe. Ich werde hier mal ein bisschen was entfernen. Vor allen Dingen die weiße Linie stört mich. So. Genau, also durchaus ein interessantes Live-Signal, beobachten Sie, was hier passiert. Hier ist auch immer noch die Sache, was ich immer wieder betonen muss, weil es halt oft als Linien bezeichnet wird, es ist einfach keine Linie. Auch wenn, also diese Unterstützungs- und Widerstandszone, die kann man auch so zeichnen, die kann man auch so ein bisschen enger zeichnen. Es ist einfach ein kleines bisschen schwierig, das genau zu sagen, wo genau sind wir, was der den Widerstand oder die Unterstützung betrifft. Sehen Sie es als Zone, sehen Sie es nicht als markanten Bereich, schauen Sie, wenn Sie in so einem Bereich sind, genau, was hier möglich ist. Das Ganze sieht jetzt schön doch als Kaufsignal aus. Genau, also hier erscheint durchaus ein Ausbruch zu erfolgen. Der Ganze kann dann natürlich bei einem entsprechenden, guck mal, ob wir hier Kursziele haben in höheren Zeiteinheiten. Also hier könnte man durchaus das als relevantes Kursziel entsprechend betrachten. Genau, also schauen Sie sich das mal an, wie das live läuft. Ich denke, wir werden es im Webinar nicht mehr sehen, wie weit das Ganze sich verhalten wird, aber hier durchaus ein sehr interessantes Signal. So, NZD US-Dollar H1. Hier auch nochmal der Gravity-Indikator dargestellt. Das war auch schön vor dem Webinar. Hier hatte ich hier mir gedacht, dass wir durchaus ein kleines Verkaufssignal erhalten können. Jetzt, hier muss ich mal ein bisschen ranzoomen, ansonsten sehen Sie gar nicht mehr, was ich hier einzeichne. Ist leider jetzt schon zu spät, da hat das Webinar ein bisschen zu spät angefangen. Das war natürlich ideal, das zwischen alle Objekte hier. So.
Das ist so ein Metatrader, so ein kleines bisschen nervig. Manchmal, wenn man mehrere Objekte markiert hat, löscht man natürlich alle gleichzeitig raus, wenn die noch markiert sind. Das wird Ihnen bestimmt auch passieren, wenn Sie das Ganze ein bisschen anwenden. Manchmal macht man da leider diesen Fehler. So, also hier war durchaus ein schönes Signal. Wir hatten hier eine kleine Unterstützungszone, die war nicht unbedingt sehr stark. Wurde aber vom Gravity-Indikator schön angezeigt. Das ist halt diese Grenze hier im Grunde und war ein schönes Verkaufssignal in dem Moment leider fürs Webinar nicht mehr zu nutzen. Sie können entsprechend schauen, wie sich das Ganze verhalten wird, wenn wir hier unten in diesem Bereich wieder eine Umkehr haben. Ist also durchaus wieder mit einem Trend, mit einer Umkehr nach oben zu rechnen. Und entsprechend, wenn sich der Abwärtstrend fortsetzt, ich glaube, wir sind hier im Abwärtstrend, nee, sind wir nicht, okay. Hatte ich jetzt anders in Erinnerung, aber wenn hier ein Ausbruch erfolgt, natürlich auch durchaus beachtenswert. Aber ich gehe davon aus, dass wir in diesem Fall eher mit einer Umkehr rechnen werden. Wir werden diese Unterstützung sehen und entsprechend dann wieder nach oben traden können. Aber hier ist das schönste Signal eigentlich tatsächlich schon vorbei. Das ist natürlich ein bisschen schade. So. Das Dow Jones Ding, das war, glaube ich, das Ganze, was ich Ihnen auch in der Folie gezeigt hatte mit der Umkehrformation. Hiermit denke ich, müssen wir nicht mehr so viel sagen. Wir hatten hier die Unterstützung des Signals auch wahrscheinlich schon mehr oder weniger gelaufen. War aber auch relativ zeitnah. Ob wir hier noch runterkommen, das sieht gerade aktuell nicht so aus. Hier kann sich durchaus gerade eine Umkehrkerze bilden. Das Ganze können Sie sich anschauen. Auch das ist nämlich durchaus ein Unterstützungsbereich. Wenn wir diesen Bodenbildung hier nehmen als Unterstützung, durchaus beides möglich. Also wenn wir hier getradet hätten, wäre das auch tatsächlich das Kurzziel gewesen, in dem Moment für kurzfristige Händler, für vielleicht nicht so risikofreudige Leute und hier unten das weitere Kursziel. Aber ob das erreicht wird, das steht hier so ein bisschen in den Sternen. So, S&P 500. Auch hier gab es mehrere Unterstützungs- und Widerstandszonen. Hier könnte sich eine neue bilden. Ich zeichne die mal noch nicht so. Machen Sie also schon so weit. Hier gab es auch durchaus eine Umkehrformation. Wir hatten so eine kleine Bodenbildung. Der Markt konnte sich nicht so wirklich entscheiden. Dann erfolgte aber durchaus der Ausbruch. Ich habe das hier wieder mit dieser kleinen Kerze gekennzeichnet, mit dem Dreieck. Und entsprechend war hier ein relativ schönes Verkaufssignal. Und Sie sehen, der Markt immer auch an diesen Stellen kommt, an diesen Bodenbildungen, die vorher waren, an den Hochs und Tiefs, die vorher gebildet wurden, sind auch die markanten Punkte, wo der Markt wieder umdrehen wird. Also hier scheint jetzt wieder erstmal das kurzfristig nach oben zu gehen. Also auch diese Unterstützungszone wurde entsprechend erreicht und kann wieder nach oben mitgenommen werden. Wenn wir in der Seitwärtsbewegung bleiben, wird das Ganze dann möglicherweise so aussehen. Das heißt, wir treffen wieder hier oben oder auch an dieser Bodenbildung wird die Umkehr erfolgen. Also darauf ist zu achten im nächsten Kursverlauf. Also das sind dann aber schon ein paar mehr Stündchen, die dann vergehen werden. Wir sind im M15, also 3-4 Stunden durchaus zu sehen. Hier könnten interessante Signale kommen. Wenn Sie in diesem Bereich eine Umkehrformation vorfinden werden, also angenommen, der Preis geht wieder nach oben, wir sind in dieser Unterstützungswiderstandszone, es gibt eine Umkehrformation, ist das durchaus eine interessante Trading-Möglichkeit. Die nächste entsprechend in diesem Bereich. Sie sehen, ich arbeite hier schon relativ oft auch in die Zukunft. Das ist manchmal auch wirklich ganz interessant zu sehen, was hat man eingezeichnet. Ich werde das Ganze auch einfach mal drin lassen und werde es im Nachhinein mal schauen. Wenn es da interessante Formationen gibt, die dann auch tatsächlich dabei rausgekommen sind, kann ich die auch gerne nochmal per E-Mail rumschicken. Wir wollen ja auch ein bisschen interaktiv mit Ihnen zusammenarbeiten. Wenn Sie da Anregungen haben, wie man das Ganze auch anders interpretieren kann, vielleicht sagen Sie auch, das ist ganz falsch, ich würde es ganz anders machen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir besprechen das gerne mit Ihnen. Wir wollen das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Also das sind so die Möglichkeiten, die ich hier in dem Bereich sehe. Wann das Ganze erreicht werden wird, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Das kann auch tatsächlich schon früher kommen, als ich jetzt gedacht habe. Aber das sind die beiden Möglichkeiten, die gegeben sind. Ich hoffe, Sie verstehen das. Also wir gehen hier nach oben. Entweder hier Umkehrmöglichkeiten, entweder unterstützt durch einen Indikator oder eine Umkehrkerze, Umkehrformation. Dann haben wir eine kurze Möglichkeit, nach unten zu traden. Oder der Markt bricht hier tatsächlich durch. Und kommt dann entsprechend hier durch. So, ein Thema fragt, wie wichtig die psychologischen Marken sind. Vor allen Dingen fragt er sich auf den Dow Jones. Da gehen wir mal einmal rauf. In dem Fall 18.400. Das ist auch genau das, dieser Bereich, den ich hier markiert habe. Das kommt so, glaube ich, so ein kleines bisschen auch auf den aktuellen Trendverlauf an. Also 18.400 jetzt als wichtige psychologische Marke zu sehen, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt tatsächlich gerechtfertigt ist. Das kommt so ein bisschen auf die Marken an. Wir haben es gerade im DAX zum Beispiel, spricht man oft von den vollen Tausender-Marken. Also wir haben die 11.000 oder die 10.000 als sehr wichtige psychologische Marke. Ich persönlich halte da nicht so ganz viel von. Also die Nachfrage natürlich wird durch die
Teilnehmerpsychologie oder durch die Marktakteure durchaus entsprechend gehandhabt. Das heißt, wenn also ein Teilnehmer oder extrem viele Teilnehmer müssten es in dem Moment natürlich sein, sagen, okay, die psychologische Marke ist für mich relevant, dann kann es durchaus dazu führen, dass das auch als Unterstützungs- und Widerstand zu sehen ist. Gerade im DAX kennen wir es sicherlich von halt diesen vollen Tausenderlinien, aber im Dow Jones die verschiedenen Hunderterlinien, also 18.400, die wurde hier schon so oft gebrochen, die würde ich nicht mehr als psychologisch relevant ansehen. Das heißt, nur wenn wir eine Marke haben, die wirklich markant ist, das heißt, vielleicht ein Jahreshoch, ein Jahrestief, das oft erreicht wurde. Hier haben wir, glaube ich, ein Allzeithoch. Genau. Gerade ein Allzeithoch natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Da sind wir gerade relativ nah dran. Das ist dann durchaus schon eine psychologische Marke, die relevant ist. Ich würde das Ganze nicht so verbissen sehen auf die vollen Punkte. Es wird oftmals gemacht, wird oftmals auch in den Standardanalysen durchaus ja durchgeführt. Also diese Punkte, die man auch schon, die man sehr ja, oder die vollen Punkte, nennen wir es jetzt einfach so, ansieht, aber ich würde das Ganze nicht ganz so verbissen sehen. Das heißt, wenn wir stattdessen Punkte sehen, die einfach oft erreicht wurden, dann sind das für mich wichtigere Marken, die das Chart gebildet hat, die also auch wirklich vom Preis bestätigt wurden. Wir können ja mal kurz in den DAX gehen und schauen, wie oft das zum Beispiel mit der 11.000 geklappt hat. So. Schauen wir mal, gehen wir mal ins H4, D1, ein bisschen rauszoomen. So, ja, ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen schwer zu finden bei dieser Zoom-Stufe. Ich werde mal eine Linie einzeichnen. Objekte, horizontale Linie bearbeiten. Einmal auf jeden Fall die Farbe anfassen. Hier sehen wir nämlich gar nichts mit dieser Farbe. Nehmen wir einfach grün und setzen die Linie mal bei 11.000. So. Gut, wir haben die jetzt also tatsächlich nicht so oft gebrochen. Und in dem Bereich zum Beispiel, wo sie dann mal tatsächlich gebrochen wurde, das Ganze ist jetzt schon, ja, ich bin jetzt mal ganz weit rausgezoomt, einfach um mir das anzuschauen, wann das genau war. Hier sehen wir zum Beispiel, die Marke hatte kurz eine Relevanz, aber wurde dann gebrochen und dann im Grunde absolut irrelevant. Also das ist halt ein psychologischer Bereich. Hier kann man natürlich sagen, okay, hier sind wir, die Bodenbildung und die Tiefbildung erfolgte immer im 11.000er Bereich. Ja, also das ist ein bisschen spekulativ, wie wichtig diese psychologischen Marken sind. Ich bin da nicht ganz so erpicht drauf, schaue darauf einfach eigentlich tatsächlich weniger. Das ist dann sicherlich auch eine Präferenzfrage. Gerade die Pivot-Indikatoren sind aber dann halt eine psychologische Marke. Das hatte ich auch in der Folie schon erwähnt. Ich gehe mal auf das Pivot-Chart, das ich offen hatte. Wenn wir uns hier das Ganze einmal anschauen. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wir haben also die PP-Linie, die wichtigste Linie, die wichtigste Unterstützungs- und Widerstandslinie im Chart, hat hier im US-Dollar-Japanischen Yen, den ich jetzt als Beispiel habe, nicht so wirklich Relevanz gehabt. Das heißt, die wurde mal gebrochen. Dann war hier eine Bodenbildung im Grunde in dem Bereich. Aber für viele Charts, die werden es oft sehen, die PP-Linie ganz oft sehr wichtig, ist eine sehr wichtige psychologische Marke, weil gerade im Forex-Bereich diese PowerPoint wollte ich jetzt sagen, Entschuldigung, die Pivot-Linie, sehr häufig genutzt wird. Das heißt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal einfach nur grob über den Daumen gepeilt, wenn jetzt 20% der Leute nach dieser Linie zum Beispiel traden und auch institutionelle Trader danach traden, dann kann das durchaus einen Einfluss auf den Markt haben und die Pivot-Linie gilt als eine der wichtigsten psychologischen Marken überhaupt, die es vor allem im Forex-Bereich gibt. Wir sehen auch hier, dass wieder eine Bodenbildung genau bei der R1-Linie erfolgt, aber dann der Durchbruch. Und hier ist auch wieder davon auszugehen, dass auch wieder hier R2 durchaus erstmal eine kurze Korrektur, eine Bodenbildung zu erkennen sein wird und dann geguckt werden kann, okay, kommt hier eine Umkehr, ist eine Umkehr wahrscheinlich? Sie haben es, vielleicht erinnern Sie sich noch, die R2-Linie wird in maximal 17% aller Tagesverläufe überhaupt gebrochen. Wir sind also schon in einem relativ starken Tagesverlauf, vor allen Dingen US-Dollar-Japanische Yen. Und je nachdem, was jetzt hier in diesem Bereich passiert, sind also Verkaufs- und Kaufsignale in beide Richtungen möglich. Wenn wir also sehen, hier kommt jetzt eine Umkehrkerze, wir sind gerade wieder im M15, zoomen wir mal ein kleines bisschen ran. Hier kommt eine Umkehrkerze, das Chart geht wieder unter diesen Bereich. Na, das hat jetzt nicht geklappt. Das sieht nicht ganz so schön aus. Ich kann die Rechtecke leider nicht so fein zeichnen, wie ich gerne würde. Da ist der Metatrader ein bisschen beschränkt. Aber wenn das Chart sich jetzt hier drunter bildet, dann ist hier durchaus ein sehr schönes Verkaufssignal, weil wir genau an einer Pivot-Linie arbeiten, eine wichtige psychologische Marke. Und deswegen schauen Sie sich das Ganze einmal an. Genau. So.
Wo waren wir denn stehen geblieben mit den Beispielen? Das Ganze hatten wir schon durchgeguckt. Eurokanonische, da war, glaube ich, nichts, soweit ich es jetzt in Erinnerung habe. Genau, nee, das war nur so. Als nächstes hatte ich den Bund rausgesucht. Der wird natürlich auch stark bewegt von institutionellen Entscheidungen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Entscheidung haben, zum Beispiel von einer Zentralbank, in dem Fall der Europäischen Zentralbank, dann sind vor allen Dingen hier wichtige Bewegungen in der Regel nur, wenn solche Entscheidungen fallen. Das heißt, der Bund eignet sich sehr wunderbar zum Seitwärtsbewegung traden. Wir haben hier eine Zone, die immer wieder erreicht wird. Die ist relativ groß, nicht sehr eindeutig, aber wenn in diesen Bereichen, ich mache es mal noch ein kleines bisschen größer, wenn in diesen Bereichen Umkehrformationen erscheinen, ihr Indikator sagt, hier erfolgt eine Umkehr, dann ist das durchaus ein interessanter Bereich. Darauf natürlich achten, dass keine Entscheidungen anstehen, wenn Sie also 10 Minuten vor der EZB-Entscheidung traden und Sie sind hier in einem Umkehrbereich, dann nehmen Sie das Risiko quasi in Kauf, also da auf jeden Fall ganz vorsichtig sein. Beachten Sie ein bisschen den Handelskalender, wir haben auch einen auf unserer Webseite, wenn Sie das sich anschauen wollen, es müsste unter Analysen müsste es sein, genau, Forex-Kalender. Da haben Sie auch einen Handelskalender. Also achten Sie gerade im Bund ein kleines bisschen darauf, was so fundamentale Entscheidungen sind, weil der Bund von diesen fundamentalen Entscheidungen, von der fundamentalen Analyse durchaus stark betroffen ist. Schauen Sie sich das Ganze also an, wenn Euro-Entscheidungen anstehen. Heute haben wir nicht so wichtige, oder ist das schon für morgen? 1.9. Nee, ist es noch für heute. Hier sind wir gerade, also stehen nicht so wichtige Entscheidungen an, jetzt kommt nur noch US-Dollar, das wird den Bund kaum beeinflussen, aber dieser wird hauptsächlich von fundamentalen Entscheidungen entsprechend behandelt. Ein Teilnehmer fragt gerade, ob es die Möglichkeit gibt, mit einem EA auf den Forex-Kalender zuzugreifen. Wir haben dazu schon einige Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Wir haben einmal in Connect einen Indikator, in Connect die Möglichkeit. Machen wir mal ein neues Chart auf, sonst versaue ich mir hier den Bund. Einmal haben wir in Connect einen entsprechenden Handelskalender integriert. Der ist dann allerdings so, als ob Sie auf einer Webseite wären. Der wird Ihnen also nicht die Möglichkeit geben, jetzt damit entsprechend zu traden. Aber, also ich zeige es nochmal ganz kurz, hier entsprechend der Handelskalender ist auch auf Englisch. Also ich mag den jetzt nicht ganz so doll, das schauen Sie sich mal an, was für Sie relevanter ist. Den auf der Webseite, der ist doch ein bisschen flexibler. Aber was wir noch im Angebot haben, ist der Alarmmanager. Kleines Fenster gerade. Ich hatte den aber tatsächlich schon eingestellt für den entsprechenden Handelskalender. Sie können einen Alarm erstellen. Nachrichtenalarme, dann Wirtschaftskalender. Hier müssen Sie eigentlich nicht so viel ändern. Sie sagen, welche Priorität für Sie relevant ist. Ob Sie davor gewarnt werden wollen, dann kommt ein Alarm und Sie können verschiedene Entscheidungen oder verschiedene Aktionen festlegen. Theoretisch können Sie diesen Alarmmanager sogar traden lassen. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte eine entsprechende Order absetzen, eine Pending Order vielleicht in beide Richtungen oder halt in diesem Bereich, dann können Sie das machen. Sie können sich einfach nur einen Alarm geben lassen. Sie können Ihre Position kurz vorher schließen lassen. Das macht natürlich Sinn, wenn Sie vielleicht gerade im Bund sind und Sie wissen, okay, in 10 Minuten oder in 30 Minuten oder in einer Stunde wird entsprechend eine wichtige Euro-Entscheidung anstehen, die auch Deutschland betrifft. Dann können Sie also sagen, okay, ich möchte alle Positionen schließen. Das ist dann alle schließen, genau, mehrere Positionen schließen, hier alle schließen oder alle gewinnen, alle Verlustpositionen, was auch immer Sie möchten. Sie können verschiedene Aktionen festlegen, speichern das Ganze dann. Der zeigt Ihnen immer die nächste Entscheidung an. Das Ganze können Sie also für sich dann so ein bisschen einstellen, wie Sie das gerne möchten. Macht dann natürlich Sinn, die großen Entscheidungen vielleicht für solche Aktionen wie Orderschließung zu nehmen. Bei den nicht volatilen oder wenig Volatilität zu erwarten ist, ist das sicherlich nicht ganz so interessant. So, das mal ein kleiner Abstecher an den Alarmmanager. Wir sind zeitlich schon relativ hart an der Grenze. Den DAX, ich weiß gar nicht, ob wir uns den schon angeschaut haben. Hier sind wir auch gerade in einem relativ schönen Bereich. Wir sind in einer sehr wichtigen Widerstandszone. Ich hatte den gerade schon mal grob analysiert wegen der Teilnehmerfrage. Aktuell sind wir leider ein kleines bisschen vorbei, aber es ist war ein schöner Bereich, auch um Sell zu traden, um kurze Sell-Trades mitzunehmen. Egal, ob Sie das längerfristig oder kurzfristig machen, M15, M30 bietet sich dafür besonders an. Aktuell hatten wir schöne Formationen, die immer wieder Sell-Möglichkeiten eröffnet haben. Hier auch nochmal als Beispiel der Gravity-Indikator. Wir sind hier also gerade in einem Bereich, der sehr häufig erreicht wurde, der also als Widerstand zu sehen ist. Und hier ist durchaus immer wieder damit zu rechnen, dass wir hier kleine Sell-Möglichkeiten
erreichen werden. Und vielleicht kommt dann irgendwann der Durchbruch. Vielleicht schaffen wir es, mit unserem DAX durchzubrechen. Das sieht dann natürlich auch, hängt dann ein bisschen von der wirtschaftlichen Situation ab. Also hier durchaus darauf achten. Wir sind gerade in einem sehr markanten Bereich. Wenn Sie sehen, es erfolgt ein kleiner Ausbruch nach unten, eine Rücksetzung, können Sie das mitnehmen, ein paar Pips mitnehmen, je nachdem, wie weit Sie gehen wollen. Oder wenn Sie sehen, der Ausbruch hier nach oben, sehen Sie an dem Gravity-Indikator eigentlich sehr schön oder auch an meinem Rechteck in dieser Zone. So, ich glaube, damit sind wir dann für soweit durch. Dieses haben wir uns angeschaut, das US-Dollar-Japanische Yen hatten wir uns angeschaut für Pivot-Punkte. Hier auch nochmal ein kleines Pivot-Beispiel. Ist vielleicht ein bisschen zerrissen durch diese heftige Volatilität, die hier entstand. Hier muss auch eine marktbewegende Nachricht gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche das war, für den britischen Pfund US-Dollar. 11.30 Uhr, also da war auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Sie wissen es vielleicht sogar besser als ich, wenn Sie den Handelskalender gerade im Kopf haben. Hier sind wir mit dem R3 aber an einer Linie gelandet, die also markant ist. Es gab erstmal eine kleine Rücksetzung und auch hier wieder interessant zu schauen, wie wird sich der Markt verhalten. Wir sind genau in diesem Bereich, wir sind an einer Widerstandszone, die durchaus psychologischen Wert hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch aus der Präsentation, 3% der Fälle in einem Tagesverlauf wird diese Linie überhaupt gebrochen. Wir sind genau an diesem Bereich. Schauen Sie sich in den nächsten Minuten, vielleicht in den nächsten Stunden mal an, was der Chart hier so ein bisschen macht. Und wenn das passiert, was hier gerade aktuell passiert, dann ist also damit zu rechnen, dass wir die Möglichkeit haben, nach unten zu traden. Oder wenn der Ausbruch aus der R3 erfolgt, dann ist eigentlich ja freie Luft nach oben. Also da sind dann wenig Marken, die noch dazwischen gelten. So, dann würde ich sagen, sind wir für heute soweit erstmal durch. Es dauert immer ein kleines bisschen länger, als ich tatsächlich gedacht habe. Wir haben so geplant eine halbe Stunde immer für die Strategien, aber das ist auch so ein kleines bisschen frei. Wenn Ihnen das zu lange geht, zu viel Informationen sind, zu wenig Informationen sind, vielleicht auch mal Informationen sind, die Sie anders machen würden, die Sie anders interpretieren würden, wie gesagt, gerne kommen Sie auf uns zu. Sie erhalten nach dem Webinar noch eine E-Mail von mir mit den entsprechenden Folien und dem IMACD-Indikator, können Sie sich also gerne installieren, wenn Sie das möchten. Wenn es sonst Fragen gibt, wenn Sie auch persönlich mit uns sprechen möchten, gerne telefonisch unter der eingeblendeten Telefonnummer Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr oder wie gesagt dann einfach auf die E-Mail antworten und dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Wir freuen uns, wenn Sie sich ein bisschen Zeit dazu nehmen, Feedback zu geben, ist eine neue Webinarreihe. Vielleicht haben Sie auch Wunsch, was analysiert werden soll, was mal vorgestellt werden soll, wo Sie vielleicht das nicht selbst nicht so ganz verstanden haben, dann können wir uns damit auseinandersetzen. Genau. Also heute vielleicht noch um 18 Uhr für einige Teilnehmer From Zero to Hero. Also die neue Webinarreihe für die Anfänger in der Regel, also die das von Pike auf erlernen wollen. Ansonsten sehen wir uns in den Live-Trading-Webinaren wieder oder Handeln bis Strategie am nächsten Donnerstag um 15 Uhr mit meinem Kollegen Aaron Radoschowski, wird sie dann also durch das Webinar leiten. Das Ganze wurde aufgezeichnet. Ich denke, die Aufzeichnung sollte soweit gut funktioniert haben, sollte dann auch in Kürze auf unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Die Adresse sehen Sie eingeblendet und auch in der Chatbox haben Sie den Link, können Sie einfach raufklicken. Und werden dann dahin geneidet. Genau, dann danke ich für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Es hat Ihnen hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht. Ist natürlich immer viel Theorie. Schauen Sie sich das Ganze also vielleicht nochmal in Ruhe an, wenn es jetzt zu schnell ging. Oder genau, geben Sie uns auf jeden Fall Feedback. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.